Ich soll sprechen über die Macht der Bedürfnisse. Das Wichtigste an meinem Titel ist das Fragezeichen am Schluss dieser Zeile. Das Fragezeichen soll Sie darauf einstimmen, dass die These von der Macht der Bedürfnisse von mir in hohem Maße bezweifelt wird. Wir glauben ja, dass die Bedürfnisse eine mächtige Triebkraft sind, die die Menschen dieses und jenes tun und lassen lassen. Und ich möchte versuchen, mit Ihnen heute einen Durchgang zu machen, um die Frage, wie denn eigentlich Bedürfnisse und Macht zusammenhängen. Und möglicherweise hängen sie anders zusammen, als wir uns das in unserer alltagssprachlichen Umgangsform verdauen oder alltagstheoretischen Umgangsform vorstellen. So, und jetzt beginne ich mit meinem Vortrag. Ich fange an mit einer Geschichte. Nein, anders. Ich fange an mit einem Motto. Ich stelle das Ganze unter ein Motto. Das Motto stammt von Pier Paolo Pasolini, dem Filmemacher, der eine ungeheuer aufregende Lebensgeschichte hatte und einen sehr dunklen Tod gefunden hat. Der schreibt in seinem Buch Die Freibeuterschriften, sie lebten das Zeitalter des Brots. Sie waren Verbraucher von unbedingt notwendigen Gütern. Das war es vielleicht, was ihr armes und prekäres Leben so notwendig machte. Es ist klar, dass überflüssige Güter das Leben überflüssig machen. Das ist das Motto meines Vortrags. Und nun fange ich an mit einer Geschichte. Vielleicht die kürzeste Geschichte der Welt. Sie besteht aus 3 Zeilen und wird erzählt von Jean Baudrillard, einem Soziologen, der in Frankreich lehrt. Und auch Franzose ist. Es gibt eine Geschichte. Es war einmal ein Mann, der lebte in Armut. Nach vielen Abenteuern und einer langen Reise durch die ökonomische Wissenschaft traf er die Überflussgesellschaft. Sie heirateten und sie hatten viele, jetzt denken Sie vielleicht Kinder, Pustekuchen, Bedürfnisse. Sie heirateten und sie hatten viele Bedürfnisse. Eine merkwürdige Geschichte, die da in der Tonlage eines modernen Märchens mit glücklichem Ausgang erzählt wird. Es scheint nichts zu stimmen an ihr. Sie behauptet, dass der Mann, solange er in Armut lebte, ohne Bedürfnisse war. Man könnte seinen Zustand geradezu armselig nennen, hätten wir uns nicht angewöhnt, dieses schöne Wort nur noch in einem verächtlichen Sinn zu gebrauchen. Und zweitens mutet uns diese Geschichte zu, die Bedürfnisse als eine Ausgeburt des Überflusses anzusehen. Plausibel ist doch eher das Gegenteil. Kargheit macht Bedürfnisse und Überfluss stillt sie. Ist nicht der Mann in seiner Armut ein bedauernswerter Zeitgenosse? Nicht nur, dass er unter kläglichen Bedingungen sein Leben fristen muss. Offenbar mangelt es ihm auch an geeigneten Antriebskräften, sich aus seiner jämmerlichen Lage zu befreien. Was ihn schließlich dazu brachte, sich dennoch auf den Weg zu machen, erfahren wir nicht. Aber nehmen wir es nicht doch mit einer gewissen Erleichterung auf, dass er aus seiner Lethargie erwachte und mit Überfluss und Bedürfnissen für seinen Unternehmungsgeist belohnt wurde. Jedoch ist es denn eine Belohnung, die ihm da nach der langen Reise zuteil wurde? Die Rede vom Überfluss beschwört ja längst nicht mehr die Vision vom üppig überquellenden Füllhorn, an dem man sich ungestraft gütlich tun kann, herauf. Überfluss hat einen Beigeschmack von Ungenießbarkeit angenommen. Nicht das Überfließende, das Überquellende, sondern das Überflüssige ist der in den Vordergrund drängende Bedeutungsgehalt dieses Wortes. Wann immer ein gesellschaftlicher Zustand mit Überfluss gekennzeichnet wird. Verschwendung schwingt mit in den Begriff, Verschleiß, Ausplünderung, Raubbau, aber auch Nutzlosigkeit und Sinnleere und manche endzeitliche Ahnung. Und nun die Bedürfnisse, Ausgeburten der Überflussgesellschaft. Sind sie in ihrem Erbgut geschädigt durch die Verkommenheit des Überflusses? Haben sie Teil an dessen deprimierendem Verfall?
Kann ich dem Mann in seiner Kargheit also weder das eine noch das andere wünschen, weder Überfluss noch Bedürfnisse? Hätte er nicht vielleicht doch daheim bleiben sollen in seiner Armut, arm, aber glücklich? Ist seine Vermählung mit der Überflussgesellschaft nicht eine betrübliche Mésalliance? Es fällt schwer, die Bedürfnisse für genauso marode zu halten wie den Überfluss. Zu viele Hoffnungen heften sich an sie, als an eine im Letzten doch unbestechliche Instanz, von der wir uns Korrektur und Richtung und auch Rechtschaffenheit erwarten können. Bedürfnisse sollen im Kern doch resistent sein gegen den verderblichen Einfluss der Überflussgesellschaft. An ihnen sollen sich doch authentische, in ihnen sollen sich doch authentische Sehnsüchte nach dem wahren, guten und schönen melden. Wenn ich mich auf mein wirkliches Bedürfnis berufe, und wie oft tun wir das alle, das ist wirklich mein Bedürfnis, das sagen Kinder auch unter Umständen sogar schon. Wenn ich mich also auf mein wirkliches Bedürfnis berufe, dann will ich doch mit Nachdruck darauf verweisen, dass jetzt mein authentisches Selbst, der unzerstörte Kern meiner Individualität, sich zu Wort meldet, mit dem Anspruch, dass ihm Gehör werde. Andererseits kann ich mich aber doch der Einsicht nicht verschließen, dass die Bedürfnisse, meine ureigenen eingeschlossen, ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse sind und folglich so irregeleitet, so entstellt, so gierig und verführt wie diese. Nun ziehen allerdings Verführer und Verführte, wenn es um die Echtheit der Bedürfnisse geht, an einem Strang, wenn auch aus sehr verschiedenen Interessenlagen. Die Verführten bestehen auf der Authentizität ihrer Bedürfnisse um ihrer Selbstachtung willen. Sie verteidigen mit ihrem Bezug auf ihre eigenen Bedürfnisse doch den Umstand, dass das, was sich da jetzt zu Wort meldet, ihre ureigene Willensbekundung ist. Sie werden übrigens darin nach Kräften bestärkt von Ökonomen, von Geschäftemachern und von Produzenten. Denn nur wenn unterstellt wird, dass die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen unverfälscht sind, ursprünglich, genuin, wie wir sagen, wird das angeblich freie Kräftespiel von Angebot und Nachfrage durch Bedürfnisse legitimiert. Nur dann können sich die Produzenten auf sie berufen. In ihnen drückt sich offenbar dann der unverfälschte Wille des Käuferpublikums aus, das man als eine respekterheischende, auftraggebende Instanz für die weitere Herausbildung und weitere Entfesselung von Produktivität zu würdigen hat. Eine unbestrittene Autorität, der sich übrigens dann der Produktionssektor dienstbeflissen beugt. Umso besser könnte man sagen, wenn nämlich Konsumenten und Produzenten sich einig sind, dann erwächst doch niemandem ein Nachteil. Falsch. Die Konsumenten, die darauf beharren, dass ihre Bedürfnisse ihrem ureigensten Innern entspringen, sind schon in die Falle gegangen. Jetzt ist es nämlich an ihnen, das Richtige zu wollen. Wenn sie sich betrogen fühlen, haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Sie sind schuld, wenn die Objekte ihrer Begierde sich als enttäuschend oder sogar schädlich erweisen. Denn sie selbst haben sie ja qua Bedürfnis, qua ureigenem Bedürfnis in Auftrag gegeben. Andererseits, wer wollte den Konsumenten, uns allen, die wir hier sitzen, das Recht auf die eigenen Bedürfnisse bestreiten? Und vor allem, wer wollte sich anmaßen, ihre Bedürfnisse für aufgezwungen und für uneigentlich zu erklären, wenn sie doch selbst das Gegenteil behaupten? Wer wollte ihnen absprechen, dass sie wissen, was sie wollen? Und welche gesellschaftliche Instanz in einer Demokratie
wäre berufen, die Bedürfnisse zu zensieren. Damit habe ich das Dilemma aufgemacht. Dass nun ausgerechnet die Bedürfnisse, die dem Individuum der Garant seiner Selbstbestimmung zu sein scheinen, als Werkzeug seiner Fremdbestimmung gelten sollen, hat etwas zutiefst Kränkendes. Man hätte also vor seinen eigenen Bedürfnissen auf der Hut zu sein. Sie wären gewissermaßen das trojanische Pferd, mit dessen Hilfe die Angreifer unerkannt ins eigene Lager eingeschleust würden. Das ist nicht nur nicht sehr schmeichelhaft, wir müssen vielmehr das Wesen der Macht ganz neu bedenken. Wir hätten uns die Macht nicht länger waffenstarrend, klirrend und auftrumpfend, sondern listig, verführerisch und unsichtbar vorzustellen. Verborgen im trojanischen Pferd, das unsere Bedürfnisse sind. Wie also gehören Macht und Bedürfnisse zueinander? Was hat es auf sich mit der angeblichen Macht der Bedürfnisse? Ist sie womöglich den Bedürfnissen der Macht gefällig? Fragen wir uns also, wie kommt Macht über uns? Wie verschafft sie sich Geltung? In welchen Erscheinungsformen tritt sie uns gegenüber? Und gibt es denn diese scharfe Trennung zwischen Gebieten und Befolgen, zwischen Herrschen und Beherrschtsein? Hat die Macht ein Gesicht? Sartre schrieb schon in den 40er, 50er Jahren in seinem Stück, wie heißt das Stück noch gleich? Fällt mir jetzt der Titel nicht ein, fällt mir nachher gleich wieder ein, ich trage ihn gleich nach. Aber es gibt da eine Äußerung eines Rebellen, der sagt, ich habe kein Gesicht für meine Fäuste. Und ich glaube, das ist eine Empfindung, die wir ziemlich gut kennen, wenn wir es mit Machtauseinandersetzungen zu tun haben, dass wir kein Gesicht haben für unsere Fäuste. Wir sind natürlich alle enorm gewaltfrei, das weiß ich auch. Aber die Verführung, dass man gerne mal ein Gesicht für seine Fäuste hätte, glaube ich, kennt jeder von uns. Also hat die Macht heute noch ein Gesicht, kann man ihr begegnen? Das auffallendste all ihren Erscheinungsformen gemeinsame Merkmal ist das Bemühen um Eleganz. Die Feststellung, dies sei ihr hervorstechendes Merkmal, ist womöglich schon irreführend. Denn das Wesen der Eleganz der Macht besteht gerade darin, dass sie nicht ins Auge springt. Elegant heißt nicht ins elegant sein, heißt nicht auffallen. Sie ist allgegenwärtig, aber so, als sei sie nicht. Sie ist verborgen, ohne klammheimlich zu sein. Sie ist von souveräner Unauffälligkeit. Das ist das Wesen der Eleganz. Souveräne Unauffälligkeit. Die Macht hat sich modernisiert, insbesondere in unseren Breiten. Sie hat ihre Plumpheit, ihre Dreistigkeit, Rohheit, das Barbarische abgelegt. Eine Macht, die sich tyrannisch gebärdet, mit Gewalt herumfuchtelt, ist hoffnungslos altmodisch. Sie ist nicht auf dem Laufenden, nicht up to date. Auch hier gibt es übrigens ein Nord-Süd-Gefälle. Elegante Machtausübung ist ein Privileg der ersten Welt. Diktatur, Tyrannei, grelle Ausbeutung, die schäbigen Gestalten der Macht bleiben den armen Ländern vorbehalten. Noblesse auch im Machtgebaren muss man sich leisten können. Freilich, die Eleganz ist ein nicht erreichtes Ideal. Etwas, an dessen Schliff noch handgelegt werden muss. Ungekonntheiten, Tollpatschigkeiten, Ausrutscher auf dem Parkett. Die peinlichen Sünden der Emporkömmlinge sind vorerst noch auf der Tagesordnung. Die Politiker zumal haben noch ein gewaltiges Pensum bis zur Parkettauglichkeit zu absolvieren. Sie haben die Lektion der Unauffälligkeit noch nicht begriffen. Sie sind in blinder Eitelkeit befangen, halten sich mit rechthaberischem Auftrumpfen auf, drängeln sich ums Gesehenwerden im Angesicht der Fernsehkameras. Vielleicht ist ihr Scheitern an dieser Aufgabe zwangsläufig, weil sie nicht wirklich Machthaber sind.
sondern die vorgezeigten Figuren im ansonsten unsichtbaren Mächtespiel. In der Wirtschaft, in den Chefetagen der multinationalen Konzerne, sogar beim Militär ist man da viel weiter in Stilfragen. Vornehme Zurückhaltung, Lässigkeit, nicht etwa in der Machtausübung, nein, sondern in deren Zurschaustellung und in deren Fühlbarmachung. Die perfekte Macht ist also diejenige, deren Existenz die Machtunterworfenen, nicht die Inhaber der Macht, die Machtunterworfenen selbst beharrlich leugnen. Also perfekt ist Macht dann, wenn die Untertanen sagen, ich bin frei. Das, was ich tue, ist doch exakt das, was ich will. Befangen im Freiheitswahn. Dazu taugt nur die Demokratie. Das ist ihr zweites Gesicht. Für unkenntliche Machtausübung ist nur die Demokratie geeignet. Aber ebenso sehr wie auf Demokratie ist elegante Macht auf die Bedürfnisse derer angewiesen, die sie beherrschen will und verfügbar machen will. Nur wenn den Untertanen entgegen und gelegen kommt, wozu sie machtvoll genötigt sind, nur wenn sie glauben zu wollen, was sie sollen, nur wenn ihnen ihre Pflicht als Recht erscheint, kann Macht unsichtbar und unscheinbar bleiben. Lassen Sie mich an den zwei zentralen Formen der Macht verdeutlichen, an zwei zentralen Formen der Macht. Es gibt natürlich mehr Machtgestalten, aber zwei scheinen mir die wichtigen zu sein, wie die Macht sich zur Eleganz raffiniert, unter Bezug auf Bedürfnisse. Ich denke an die Besitzmacht und ich denke an die diagnostische Macht. Diese beiden Machtgestalten will ich Ihnen jetzt vorstellen. Die Besitzmacht ist die bekannte, mit der haben wir es immer zu tun. Sie ist vergleichsweise kenntlich. Jeder Mann weiß, jede Frau auch, dass Besitz Macht bedeutet. Die Ursprungsform der Besitzmacht ist der Landbesitz. Und der ursprüngliche Akt der Besitzergreifung ist die Einzäunung von Land. Ich habe ein wunderbares Zitat, ein sehr altes gefunden, aus dem Jahre 1755, das in einer Art Mythologie des Beginnes der Macht uns deutlich macht, wie unentbehrlich für das Machtgebaren der Zaun ist. Das ist immer noch mal ein Projekt, was ich in meinem Leben noch verfolge. Ich möchte noch mal die Geschichte des Zaunes schreiben. Ich glaube, das ist eine ungeheuer lohnliche Aufgabe, die Geschichte des Zaunes zu schreiben. Also, über den Zaun. Der erste, das ist Rousseau, den ich jetzt vorlese. Rousseau über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. Der erste, welcher ein Stück Landes einzäunte und sich in den Sinn kommen ließ, zu sagen, dies ist mein, und einfältige Leute antrafen, die es ihm glaubten. Der war der wahre Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Laster, wie viel Krieg, wie viel Mord, Elend und Gräuel hätte einer nicht verhüten können, der die Pfähle ausgerissen, den Graben verschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, glaubt diesem Betrüger nicht. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, und jetzt kommt der entscheidende Satz, dass die Früchte euch allen, der Boden aber niemandem gehört. Das ist die Ursprungsgestalt der Besitzmacht, die Landnahme, die Aneignung des Ortes, an dem das zum Leben Notwendige gedeiht, wo es gefunden oder erzeugt werden kann. Das ist die Besitzergreifung, die allen anderen Akten der Machtgewinnung durch Besitz vorausgeht. Mit dem Privateigentum an Grund und Boden wird das ausschließliche Verfügungsrecht an allem, was die Natur hervorbringt, ihr gesamtes lebendes und totes Inventar reklamiert. Die Privatisierung des Landes besiegelt das Ende seiner gemeinschaftlichen Nutzung. Sie setzt das Recht auf Gemeinheit außer Kraft. Das ist interessant, dass Gemeinheit mal ein schönes Wort war. Recht auf Gemeinheit, so heißt ein Buch, das Ivan Illich geschrieben hat, vom Recht auf Gemeinheit. Und er meint damit nicht die Niedertracht.
Er meint damit nicht die Hinterlist, nicht die Bosheit, sondern er meint den Zustand, in dem alle Nutzungsrechte haben, aber keiner Besitzrechte hat. Das Gemeineigentum wird also mit der Einzäunung aufgehoben, die Allmende, an der alle Mitglieder der Gemeinschaft ungehindert partizipieren konnten, wird den meisten vorenthalten. Dies ist nun ganz ersichtlich eine Beraubung, die den Beraubten nicht äußerlich bleibt, die sie auch nicht unverändert lässt. Der Zaun, der ihnen den Zugang zu den Grundstoffen ihres Lebensunterhaltes verwehrt, verschließt ihnen zugleich den Zugang zu einem Teil ihrer selbst. Wer das Land der allgemeinen Nutzung entzieht, gewinnt Verfügung über Menschen. Denn wer sich nicht mehr durch seine Tätigkeit selbst erhalten kann, weil er durch den Zaun daran gehindert wird, Nutzungsrechte geltend zu machen, wer sich also nicht mehr selbst erhalten kann, der muss sich verdingen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ungeheuer klug die Alten waren im Umgang mit unserer Sprache und wie ungeheuer lässig, leichtsinnig und tölpelhaft wir heute mit unserer Sprache umgehen. Wer sich nicht selbst erhalten kann, muss sich verdingen. Dieses unscheinbare, etwas altmodische Wort weist darauf hin, wie einschneidend die Landnahme ist. Durch sie werden tätige Menschen zum Ding. Sie werden in ihrer ganzen Person zum Vertrags- und Verhandlungsgegenstand und geraten unter fremde Verfügungsgewalt. Der Besitzer hat mit dem Land zugleich die Leute in Besitz genommen, weswegen beide nun in einem Atemzug genannt werden können. Wir sagen Land und Leute. Er verfügt nun nicht nur über ihre Arbeitskraft, sondern, was schwerer wiegt, über ihre Lebenszeit. Und was noch schwerer wiegt, die Menschen werden ihrer Daseinsmächtigkeit beraubt. Das ist für meine Theoriebildung ein ungeheuer wichtiges Wort. Wiederum, ich muss immer auf die Quellen meiner Weisheit zurückgreifen und darauf hinweisen, ein Wort, das Iwan Illitsch geprägt hat. Sie sind ihrer Selbsterhaltungskunst beraubt und ich möchte das als die Selbsterhaltungskunst als eine der höchsten Künste ansehen. Das heißt, sie sind ihrer Fähigkeit, ihr Leben in Gemeinschaft mit anderen aus eigenen Kräften zu erhalten und zu gestalten, beraubt. Der Zaun macht aus daseinsmächtigen Menschen belieferungsbedürftige Mängelwesen. Weder können sie sich nehmen, was die Natur gewährt, noch können sie herstellen, was sie zum Leben brauchen. Sie müssen es sich durch Dienstbarkeit verdienen. Auch da ist unsere Sprache sehr deutlich und sagt, was das Los derjenigen ist, denen das Land genommen wurde. Sie müssen es sich zuteilen lassen unter Bedingungen eines ungleichen Tausches. So tiefgreifend wie die Daseinsmächtigkeit, wie die Verwandlung von der Daseinsmächtigkeit zur Belieferungsbedürftigkeit und zur Versorgungsabhängigkeit ist, so tiefgreifend ist auch die Verwandlung des Zusammenlebens nach der Landnahme. An die Stelle der gemeinschaftlichen Nutzung des Landes, also an die Stelle der kooperativen Erzeugung des Lebensunterhaltes, tritt die Rivalität um die rationierten Lebensmittel, der Verteilungskampf. Das Prinzip des Teilens weicht dem der Zuteilung. Menschen, ehemals daseinsmächtige Menschen, die um ihr Leben zu fristen etwas kriegen müssen. Ich benutze jetzt ausdrücklich das Wort kriegen. Wir könnten auch bekommen sagen, aber dann geht das Wortspiel nicht auf. Oder dann geht die Einsicht nicht auf, die mit diesem Wort verbunden ist. Menschen, die um ihr Leben zu fristen etwas kriegen müssen, weil sie es nicht mehr selbst herstellen können, sind zugleich kriegende, das heißt kriegführende Menschen. Und deswegen ist das, was mit den Bedürfnissen passiert, auch ein Akt der Befriedigung. Bedürfnisse müssen befriedigt werden,
sodass dann ein Zustand vorübergehenden Friedens wiederhergestellt ist. Kriegend sind übrigens nicht nur die Untertanen, das muss uns leider nicht beruhigen, die untereinander rivalisierend ihren Lebensunterhalt für Lohnarbeit eintauschen, sondern auch diejenigen, die den produzierten Reichtum aneignen und verwalten und Macht haben. Macht haben, den Reichtum nach ihren Bedingungen zuzumessen. Auch sie sind kriegende Menschen geworden. Auch sie haben sich ihrer Daseinsmächtigkeit begeben und die Erhaltung und Gestaltung ihres Lebens einer Maschinerie der Produktion, in die die arbeitenden Leiber eingefügt werden, wie Räder im Räderwerk, überantwortet. Und uns muss vor den kriegenden Mächtigen natürlich banger sein als für den kriegenden Machtlosen. Selbst wenn wir uns also einen Augenblick, und das sage ich jetzt an die Adresse wirklich der Diskussionen, die ja so in Attackumfeldern geführt werden, selbst wenn wir uns einen Augenblick der utopischen Vorstellung hingeben, dass alle Güter der Welt, der ganze menschheitlich erwirtschaftete Reichtum gerecht verteilt würden, so bliebe doch diese Herabwürdigung des Menschen zum belieferungsbedürftigen Mängelwesen davon unberührt. Also mit der Verteilungsgerechtigkeit ist die Herstellung von Daseinsmächtigkeit, Wiederherstellung von Daseinsmächtigkeit nicht gegeben. Selbst wenn also die Gleichheitsrechte, utopische Vorstellung, ich bin immer noch bei Utopie, selbst wenn also die Gleichheitsrechte unserer Verfassungen praktisch gültig würden, bliebe die Fähigkeit zur Freiheit, die aus der Selbsterhaltungsfähigkeit kommt, auf der Strecke. Wie konnte eine derart einschneidende, an den Lebensnerv gehende Beraubung so unauffällig vonstatten gehen, dass die Beraubten ihrer nicht gewahr werden? Wie kann Besitzmacht elegant sein? Wie lässt sich diese Erpressung großen Stils verheimlichen? Die Enteignung der Daseinsmächtigkeit wird gekoppelt mit einer Verheißung. Der Verheißung nämlich der lückenlosen Versorgung von der Wiege bis zum Grabe. Die Erwartung, dass die entfesselte Produktion, und die kann nur entfesselt werden, wenn sozusagen das Eigentum konzentriert wird und wenn alle in die gleiche Richtung zu Arbeitswesen ernannt werden, also selbst, dass die Erwartung, dass die entfesselte Produktion dieses Versprechen einlösen werde, nämlich lückenlose Versorgung von der Wiege bis zum Grabe, hat sich durchgesetzt, Land auf, Land ab, von links bis rechts, wenn denn diese Unterscheidung heute überhaupt noch irgendeinen Sinn macht, besteht Einigkeit, dass Produktion Befreiung bringt, dass sie die Freiheit kostet, will kaum jemandem einleuchten. Man kann mit Canetti sagen, dass die Produktion heutzutage der neue Gegenstand ist, der Heiligkeit beansprucht. Er ist sozusagen an die Stelle der alten Götter oder des alten Gottes getreten. Es ist gelungen, die Überzeugung zu nähren, dass von der entfesselten Produktivität beide profitieren, die Herren und die Knechte, die Konzernherren und die Konsumenten, wenn auch unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen in unterschiedlichem Ausmaß. Aber nicht nur sind offenkundig die Menschen für den Verlust ihrer Daseinsmächtigkeit durch komfortablen Konsum überreichlich entschädigt, vielmehr hat diese auf die Spitze getriebene Produktion eine geradezu fantastische Welt von Prothesen hervorgebracht, die geeignet erscheinen, den Menschen schließlich in seiner Gänze perfekt zu ersetzen, ja, zu überbieten. Und weit davon entfernt, sich durch die Maschinenwelt, durch das Beamtenvolk seiner Geräte und Untergeräte, wie Günther Anders das nennt, versklavt und nivelliert zu fühlen, zollt der moderne Mensch dem makellosen Gerät Bewunderung. Ja, er sieht sich genötigt, noch einmal Günther Anders, zu einer prometheischen Scham, zur Scham des Prometheus,
der die Dinge gemacht hat, gegenüber der unglaublich überlegenen Qualität der selbstgemachten Dinge. Wenn es dazu einer Bebilderung bedarf, ich bin vor einigen Jahren durch Österreich gefahren und musste eine Rundfunksendung noch fertig machen, wie das dann so geht. Ich war in äußerster Not und höchster Eile, um den Studiotermin einhalten zu können. Und wie durch ein Wunder fiel mir das geeignete Material auf der Zugreise in Gestalt einer Standard-Titelgeschichte in die Hände. Titelbild: Ein Mann, der sein Gesicht in seinen Händen birgt. Große Überschrift: Ich schäme mich. Wer sagte diesen Satz? Kasparov, der Schachweltmeister, der gegenüber dem beschämend überlegenen Gerät Big Blue, das war der Computer, gegen den er gespielt hatte, verloren hatte. Also die Beschämung durch das Gerät lässt sozusagen auch die Besitzmacht elegant werden, verborgen. Grund genug also ist die Überlegenheit des Geräts zur schamvollen Selbstbezichtigung und auch Grund genug, um die Besitzmacht ins Recht zu setzen. So viel zur Besitzmacht. Ich komme zu meiner zweiten Machtgestalt und die ist um vieles verschwiegener und unkenntlicher als die Besitzmacht. Ich rede von der diagnostischen Macht. Die diagnostische Macht ist so verschwiegen und so unkenntlich, dass sie in den Machtdiskursen fast überhaupt nicht vorkommt. Und dass man sich auf die Suche nach ihr erst begeben muss, um ihrer überhaupt ansichtig zu werden. Was will ich unter diagnostischer Macht verstehen? Diagnostische Macht entsteht aus dem Normalitätsmonopol. Wer sich das Recht anmaßt, wem es aber auch zugestanden wird, zu dekretieren, was in einer Gesellschaft als normal gelten darf, der verfügt über diagnostische Macht. Es ist leicht zu sehen, dass diese Macht vor keiner Erscheinungsform des Lebens, vor keiner Äußerung des Lebens Halt machen muss. Die Frage, was als normal, was gerade noch als tolerabel und was als unduldbare Abweichung, als krankhafte Ausdrucksform des Menschseins zu gelten hat, ist beliebig wiederholbar und prinzipiell in jedem Lebenswinkel voranzutreiben. Wer darf sich gesund fühlen? Ich brauche nur auf die Differenz zwischen dem Befinden eines Menschen, das leider nichts gilt, und dem Befund, der vom Normalitätsdekretierer festgestellt wird, hinzuweisen. Welchen Spielraum hat die Vernunft, ehe sie in Unvernunft abgleitet? Sind Mythen unvernünftig? Ist Glaube, Vertrauen, Hoffnung noch auf die Seite der Rationalität zu schlagen? Welche Empfindungen darf sich jemand leisten, ohne auffällig zu werden? Welche Sprache darf man sprechen, ohne ungebildet zu erscheinen? Englisch ja, Dialekt nein. Welches Wissen ist tauglich, um dem Verdikt der Dummheit zu entgehen? Wo sind die Grenzen des guten Geschmacks und wo fängt der Kitsch an? Wie viel Unordnung gilt der Ordnung als erträglich, bevor sie Verwahrlosung konstatiert? Wie viel Leid darf ein lebenswert genanntes Leben aushalten und ausleben? Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Wer ist gut? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist Recht? Was ist Unrecht? Wer ist begehrenswert schön und wer abstoßend hässlich? Wer ist verrückt und wer normal? Wer mit seiner Seele im Einklang und wer in pathologischer Disharmonie? Welches Verhalten ist originell und welches gestört? Mit der Antwort auf alle diese Fragen und beliebig weitere mehr, diese Liste könnten wir bis in die Puppen weiter fortsetzen. Mit der Antwort auf alle diese Fragen wird über Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit entschieden. Die Legitimationsquelle, aus der die Macht, die diagnostische Macht schöpft, ist das Expertentum. Expertentum macht den, der es nachweist, in Normalitätsfragen zuständig und urteilsfähig.
Die Legitimationsbasis dieser diagnostischen Macht ist ersichtlich viel solider und zwingender als die windige Verführungskunst, mit der sich die Besitzmacht Popularität verschafft. Der Experte ist der professionelle Beobachter von Missständen. Die Diagnose, etwas sei ein Missstand oder weniger drastisch, und achten Sie bitte darauf, etwas sei ein Problem. Probleme werden durch Diagnose geschaffen. Das müssen wir uns klar machen. Also diese Diagnose enthält die Verpflichtung, Abhilfe zu schaffen. Einen Beseitigungsimperativ sozusagen. In der Tat nimmt der Experte diese Verantwortung auf sich. Seine wirkliche Macht wächst ihm weniger aus seiner überragenden Urteilsfähigkeit zu, als vielmehr darüber, dass er über die Mittel, vielmehr daraus, dass er über die Mittel verfügt, Normalität zu produzieren und sie dann auch zu schützen. Sein Produktionsmittel ist das apparategestützte Know-how. Resultat des Produktionsvorgangs sind unzählige Dienstleistungen zur Normalisierung beliebiger Erscheinungsformen des Lebens. Staunenswerterweise werden die heutige auch schon ganz schamlos Produkte genannt. Also als käufliche Produkte angepriesen. Alle diese Dienstleistungen dienen dazu, dass die unzureichend Normalen angeglichen werden an expertokratisch gesetzte Standards. Das Wort Standard feiert fröhliche Urstände heute. Es ist eins der verderblichsten und eins der gefährlichsten Wörter unseres gegenwärtigen Sprachschatzes. Ein unerschöpflicher Ausstoß an Betreuungs-, Behandlungs-, Bildungs-, Informierungs-, Heilungs- und Versorgungseinheiten im Dienste der Optimierung oder mindestens der Normalisierung menschlicher Existenz findet täglich statt. Diagnostische Macht erhebt nicht nur Anspruch darauf, verbindlich zu definieren, was normal ist. Sie erschöpft sich darin nicht verpflichtende Standards vorzuschreiben. Sie monopolisiert auch die Verfahren, mit deren Hilfe die jeweiligen Normalitätsstandards erreicht werden können. Nur innerhalb der von ihr verwalteten und überwachten Verfahren und nach den dort geltenden Regeln kann der Mensch zu seinem menschlichen Wesen gelangen. Nur durch die Schule kann er gebildet werden. Nur durch den Arzt gesund. Nur mit Hilfe der Wissenschaft vernünftig. Nur durch die Medien informiert. Nur durch den Rechtsspruch gerecht. Und nur durch den Therapeuten er selbst. Um sich zu einer Gruppe zusammenzufinden, braucht man einen Sozialarbeiter. Um einem Nachbarn zu begegnen, einen Gemeinwesenarbeiter. Um einen Konflikt in der Familie zu lösen, einen Rechtsbeistand. Um einen Freund zu begraben, einen Beerdigungsunternehmer. Und um selbst zu sterben, einen Thanatologen. Der Zaun ist das Symbol auch der diagnostischen Macht. Diente er der Besitzmacht zur Aussperrung, zur Verhinderung der allgemeinen Zugänglichkeit und des allgemeinen Zugriffs zu den Gaben der Natur, so dient er der diagnostischen Macht zur Einsperrung in die herrschende, von ihr beherrschte, durchregelte und mit Institutionen vollgestellte Normalität. Wiewohl sie unnachgiebig über die Erhaltung und Einhaltung ihrer Ordre wacht, zieht jedoch die diagnostische Macht den sanften, den integrativen Weg ihrer Durchsetzung vor. Sie ist mehr auf Besserung aus als auf Bestrafung. Sie handelt lieber pädagogisch als punitiv. Sie gemeindet lieber ein, als dass sie verstößt. Aber auch sie hält die Untertanen mit Rivalität bei der Stange. Mit einer merkwürdigen Konkurrenz. Mit der erbitterten Konkurrenz um Konformität. Auch sie erhält sich durch die systematische Zersetzung der Daseinsmächtigkeit und der Selbsterhaltungskompetenz.
dass sie den Menschen das Recht verwehrt, nach selbstgesetzten Zielen ihr Leben einzurichten, ist ihr Metier. Ihr Metier also ist die Klientelisierung ganzer Gesellschaften. Ehe nicht einer ein Mehrfachklient geworden ist, kann er nicht als hinreichend loyal gelten und gibt zur Beunruhigung Anlass. Diagnose steht im Dienst der Massenproduktion von Loyalität. Wer nicht Klient oder wie man heute sagt, Kunde einer Dienstleistungsfirma geworden ist oder sich mindestens zur besseren Selbstverwaltung einer Selbsthilfegruppe angeschlossen hat, steht unter dem Verdacht, sich seinen Bürgerpflichten, will sagen, seiner bequemen Verwaltbarkeit zu entziehen. Diagnostische Macht tritt ihren Untertanen mit freundlichem Gesicht gegenüber. Aber sie hat doch eine spezifische Anfälligkeit. Und das mag uns vielleicht ein wenig Hoffnung geben. Sie ist von einer gewissen Zerbrechlichkeit. Sie ist nämlich angewiesen auf die Kollaboration der Machtunterworfenen. Ohne dass diese die den Angeboten der Macht entsprechenden Bedürfnisse ausbilden, ist diese Macht nicht existent. Lassen Sie es mich an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn meine Studierenden an der Hochschule auf die fantastische Idee verfielen, zu sagen, ja, bilden will ich mich wohl gern, aber auf das Diplom pfeife ich, dann wäre meine Macht an der Hochschule zu Staub zerfallen. Denn woraus meine Amtsmacht besteht, sie besteht darin, dass ich das Diplom, die bescheinigte Bildung, verwalte. Und wenn Sie auf die Bescheinigung pfeifen würden, dann könnten Sie sich zwar wunderbar bilden, denn das kann jeder. Das ist nicht eine Frage sozusagen der Bildungsinstitution. Das ist eine wunderbare Gabe, die jedem Menschen, und sei ja auch noch so kümmerlich, in die Wiege gelegt wird. Wenn Sie auf diese Idee verfielen, könnten Sie den ganzen Mist der Prüfungsordnung und der Gängelei durch Zensuren und dergleichen mehr aus Ihrem Feld schlagen. Und unsere Macht, die Macht der institutionalisierten Bildungsorgane, wäre nichts. Nur um Ihnen das zu verdeutlichen, das Gleiche gilt natürlich für Ärzte, das gilt für alle möglichen Experten. Also erst das verzweifelte Bedürfnis nach Zugehörigkeit, erst die Anerkennung der verordneten Normalitätsstandards und die Einsicht, dass man ihnen nicht hinreichend genügt, begründen dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen diagnostischer Macht und Diagnosesklaven. Nur die allgemein gewordene Begehrlichkeit in Sachen Normalität setzt die Normalitätsverordnungen in Kraft. Bedürfnisse lassen sich nun aber nicht zwingen, sie lassen sich nur wecken. Elegant also ist diagnostische Macht, und darin hat sie es relativ weit gebracht, wenn sie die Teilhabe an ihren Segnungen als Recht aufdeklariert. Solange wir von einer Schulpflicht reden, die sich als ziemlich trübe Kernarbeit, die jeder Mitbürger leisten muss, entlarven hat, solange ist die Macht nicht elegant. Aber wenn sie von einem Recht auf Bildung redet, dann hat sie das bessere Mittel gewählt, um überzeugend zu sein. Unzuträglich wäre es ihrer Noblesse, wenn sie prohibitiv auftreten muss, wenn sie die Normalität durch Verbote schützen muss. Da fordert sie Übertretungen geradezu heraus. Der Gefahr, die entsteht, wenn zu viele aus der Normalitätsgemeinschaft herausfallen, begegnet die diagnostische Macht unter Umständen dadurch, dass sie die Standards ermäßigt. Stellen Sie sich mal einen Augenblick vor, es gäbe in unseren Gesellschaften so viel Drogenabhängige wie Alkoholabhängige. Dann würden wir sehr schnell die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs erleben, weil sich keine Gesellschaft leisten kann, eine massenhafte Unterschreitung ihrer Normalitätsstandards. Dann muss sie irgendwie reagieren und muss die Normalitätsstandards irgendwie ermäßigen. Der Unkenntlichkeit, also der diagnostischen Macht, es geht ja immer um die Frage, wie kann sie elegant sein, der Unkenntlichkeit der diagnostischen Macht kommt vor allem die Konkurrenz der Untertanen zu Hilfe, da ein jeder sich umso zugehöriger fühlen kann, je weniger zugehörig andere sind.
So bestehen also die Mitglieder der Gesellschaft auf strikte Einhaltung der Normalitätsstandards, die sie selber knechten. Sie dulden keine Ermäßigung, sie fordern die Ahndung von Abweichungen und sind auf diese Weise Anteilseigner der Macht. In der Konkurrenz um Konformität verteidigen die darin Befangenen nach Kräften die eigenen Fesseln. Wer so die Normalität überwachen hilft, fühlt sich also mächtig. Das garantiert den wirklich Mächtigen ihren guten Schlaf. Vor hässlichen Übertreibungen ihrer Klienten müssten sie sich allerdings hüten, um ihr Inkognito zu wahren und ihre Eleganz zu erhalten. Diagnostische Macht ist, so wie unsere Gesellschaften und wie unsere Glaubensentscheidungen gestrickt sind, nahezu unauffindbar. Aber sie ist deshalb unempfindbar, weil wir so gläubig sind. Ich glaube, dass da wirklich bei der diagnostischen Macht wirklich ein Ansatzpunkt wäre, Macht aus dem Sattel zu heben. Können Sie noch einen Augenblick? Ja, können Sie noch? Gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ich frage immer wieder zwischendurch jetzt, ob wir abbrechen sollen. Bedürftige Menschen nun also sind solche, die wollen können, die nur wollen können, was sie wollen dürfen. Wiederum, ich brauche nur auf das Wort zu verweisen, dann wüssten wir es alle, aber leider haben wir gar nicht hingeguckt. Das Wort Bedürfnis ist nämlich vollkommen unverhohlen. Noch einmal, Menschen, die etwas kriegen müssen, liegen im Krieg mit allen anderen. Vollkommen widersinnig scheint, dass die von Bedürfnissen getriebenen Menschen tatsächlich gegenüber den Gegenständen der Begierde vollkommen gleichgültig sind. Das ist eine neue These, die ich in die Welt setze. Ich behaupte, dass Menschen, die sich mit Bedürfnissen auf Dinge richten, gegenüber den Gegenständen ihrer Bedürfnisse vollständig gleichgültig sind oder nahezu gleichgültig sind. Wir haben die Vorstellung, dass Bedürfnisse eine Beziehung stiften zwischen einem begehrenden Subjekt und einem begehrten Objekt. Wäre das so, dann müsste sich ja das Begehren an der Brauchbarkeit, an der Lebensdienlichkeit der Gegenstände erweisen. Tatsächlich aber begehren Menschen beileibe nicht nur Dinge, die brauchbar und lebensdienlich sind, sondern sie begehren Dinge, die vollkommen nutzlos sind, aber mehr noch, sie können sogar dazu gebracht werden, energisch nach Gegenständen, und ich meine jetzt Gegenstände in einem sehr weiten Sinne, das können auch andere Menschen sein, also das, was uns gegenübersteht, ist alles gemeint damit. Also sie können dazu gebracht werden, energisch nach Gegenständen zu streben, die ihnen wirklich schaden. Die mächtige Triebfeder des Bedürfnisses ist eben nicht Annehmlichkeit oder Nützlichkeit oder Freude oder Genuss oder Brauchbarkeit zu gewinnen, sondern die mächtige Triebfeder im Bedürfnisverhältnis ist die hässlichste der menschlichen Möglichkeiten, so hässlich, dass sie in den 7 Todsünden als die hässlichste galt, nämlich der Neid. Die Unersättlichkeit der Bedürfnisse, und auf die kommt es ja an, wenn die Bedürfnisse dauerhaft die Produktionsmaschinerie und die Profitdynamik in Gang halten sollen, dann müssen Bedürfnisse unersättlich sein. Würden die Bedürftigen eines Tages sagen, danke, jetzt ist genug, dann wäre das natürlich verheerend für diesen ganzen so fragil gestalteten Machtapparat. Also die Unersättlichkeit der Bedürfnisse und der Profitdynamik kann nur in Gang gehalten werden dadurch, dass ich den Neid ins Spiel bringe. Menschen müssen dazu gebracht werden, zu begehren, weil andere auch begehren. Oder noch anders, sie müssen dazu gebracht werden, zu begehren, was andere auch begehren. Aber vielleicht ist das andere schon noch präziser, weil andere auch begehren. Bedürfnisse konstituieren also immer, und das ist etwas, was man, glaube ich, durchgängig beobachten kann,
eine Dreiecksbeziehung zwischen dem begehrlichen Subjekt, dem begehrlichen Anderen und dem Objekt. Und die Befriedigung des Bedürfnisses kommt im Wesentlichen nicht aus den guten Eigenschaften der Objekte, sondern aus dem neidvollen Blick der anderen. Wenn Sie mir das nicht glauben, gucken Sie sich die jungen Leute an, die sich durch die Marken, den Markenfetischismus, verrückt machen können. Damit ist ja keinerlei Qualität irgendeines Gegenstandes bezeichnet, sondern es ist nur über diese Dreieckskiste ist es möglich, diese Art von Antriebskraft in die Profitdynamik einzuschleusen. Lassen Sie mich einen Augenblick beim Neid verweilen. Ich glaube, wir müssen diese menschliche Regung uns etwas genauer angucken, damit wir wissen, wieso der eine so mächtige Kraft ist. Viele Theoretiker des Neides sagen, dass er eine Grundkonstante der menschlichen Existenz sei, also eine anthropologische Konstante. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Er ist die menschliche Möglichkeit, die in der Konsum- und Produktionsgesellschaft beansprucht wird. Menschen sind nicht von Natur aus neidisch. Und sie sind es über die weitesten Strecken des Menschseins in den Gesellschaften Jäger- und Sammlergesellschaften nicht gewesen. Darüber wäre jetzt ein weiterer Vortrag zu halten, das will ich nicht tun. Aber ich will auch nicht den edlen Wilden hier an die Wand malen, das müsste ich jetzt ausführen. Aber es ist jedenfalls, glaube ich, beweisbar, dass der Neid keine anthropologische Konstante ist. Es gibt eine sehr tiefgründige Darstellung des Neides, in der von Giotto im Jahre 1305/6 ausgemalten Scrovegni-Kapelle in Padua. Wenn Sie da mal hinkommen, gehen Sie hinein. Leider erlaubt man Ihnen nur noch 10 Minuten, dort sich aufzuhalten. Das ist auch eine dieser Verrücktheiten. Also, dort ist der Neid dargestellt. Eine Gestalt steht in einem Feuer, dessen Flammen an ihr emporzüngeln, nach ihr zu lecken scheinen. Ihr Kopf wird im Profil gezeigt. Ein übergroßes Ohr ist an ihm gewachsen. Aus ihrem Mund kriecht eine Schlange, die ihr in die Stirn beißt. Und aus einem Turban ragt ein geschwungenes Widderhorn heraus, das sich zu dem enormen Ohr zurückbiegt. Die linke Hand umklammert einen Geldbeutel. Da sind alle Ingredienzien des Neides beisammen. Die Flammen symbolisieren das Verzehrende dieses Lasters. Der Neid ist buchstäblich in der Lage, die Person auszubrennen und ganz von ihr Besitz zu ergreifen. Das Feuer ist aber auch die verwandelnde Kraft, die alle Weltdinge umschmilzt zu etwas, was sie nicht von sich aus sind. In den Flammen des Neides wird alles zum Mittel. Das gerüchtesüchtige Riesenohr trägt dem Neider unablässig die Botschaft zu, dass andere ihm gegenüber im Vorteil sind. Das vergiftet seine Gedanken und macht ihn schafsköpfig dumm. Deswegen das Widderhorn. Er klammert sich ans Geld, jenen Inbegriff des Mittels. Der Inbegriff des Mittels. Also ein Mittel ist etwas, das keinen Sinn in sich selber hat, sondern nur als seinen Zweck außerhalb seiner selbst hat. Das Geld ist der Inbegriff des Mittels, hat keinerlei Sinn in sich selber. Es hat keinerlei Brauchbarkeit. Geld ist völlig unbrauchbar, insbesondere seitdem es die Gestalt von Scheinen angenommen hat, also von Papierfetzen. Aber es verfügt über eine grenzenlose Tauschkraft, die alles gegen alles austauschbar macht. Das Geld gibt dem Neidhammel die Sicherheit, dass er mit seiner Hilfe beliebigen anderen ihre beliebigen Vorteile abjagen kann. Der Neider kann nichts genießen. Er ist insofern die Gegenfigur ihres Tagungsthemas. Sondern er kann nur etwas gewinnen im schnödesten Sinn des Wortes. Er begehrt nichts um seiner selbst willen. Nichts ist für ihn aus sich heraus erfreulich, angenehm, hilfreich, brauchbar. Zwischen ihn und jeden denkbaren Gegenstand schiebt sich ein Drittes, das misstrauische, argwöhnische Schielen auf den anderen, das ihm den Wert des in Erwägung gezogenen Objektes, sei es Ding oder Mensch, abzuschätzen erlaubt. Man müsste mal die Frage stellen, wie viele Liebesbeziehungen nur dadurch zustande kommen, dass die beste Freundin denjenigen, den ich mir jetzt ausgesucht habe, zu ihrem
Geliebten gemacht hat. Das wäre eine interessante Überlegung. Wertvoll ist nur das, was andere auch begehren. Gewinn zieht der Neider daraus, dass er für andere, die dasselbe begehren, beneidenswert wird. Modernes Denken und Handeln, schreibt Ivan Illich, ist tiefgreifend dadurch bestimmt, dass zunehmend allem, was Wert hat, Knappheit zugeschrieben wird. Es gilt vor allem umgekehrt. Nur was knapp ist, was nicht jedem zukommt, ist etwas wert. Nur weil es knapp ist, zeichnet es den, der es sich leisten kann, aus und macht ihn beneidenswert. Und beneidenswert will jeder sein, um nicht in Bedeutungslosigkeit zu versinken. In einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern nützliches Tun versagt und sie zu belieferungsbedürftigen Mängelwesen degradiert hat, entsteht ein wucherndes Bedürfnis nach Sinn. Der neidvolle Blick des anderen ist ein, wenn auch schäbiger, Sinnersatz. Er verleiht dem Beneideten den Schein der Bedeutsamkeit. Was heißt Bedürfnisbefriedigung, wenn Neid im Spiel ist? Dann geht es um viel mehr als um schlichte Bedürfnisbefriedigung. Es geht um Erlösung. Die Erlösung, die der Neider sich von den Attributen verspricht, mit denen er sich zum Beneideten emporadelt, stimuliert die Begehrlichkeit mehr als irgendein Objekt der Begierde. Es macht im Gegenteil das Begehren und den Begehrenden gegenüber den tatsächlichen Eigenschaften des Begehrten gleichgültig. Jedes beliebige Objekt, sei es schädlich oder nützlich oder keines von beidem, kann Ziel des heißesten Strebens sein, wenn es die wundersame Verwandlung vom Neider zum Beneideten verspricht. Umgekehrt kann die mimetische, also diese nachahmende Begierde, die sich allein durch Neid leiten lässt, nur geschürt werden, wenn die Menschen keine eigenen Beziehungen mehr zu den Gegenständen haben. Und die Frage ist, wie die eigenen Beziehungen, an denen man wirklich die Brauchbarkeit und Nützlichkeit von Gegenständen ablesen könnte, zustande kommen. Das deute ich gleich noch mit einem Satz an, aber darüber müsste man sozusagen dann noch viel Zeit verwenden. Neidhandeln also stimuliert die Bedürfnisse und ist imstande, die Bedürfnisse auf x-beliebige Gegenstände zu heften. Zum Beispiel eine klare Entscheidung, dass Puma-Turnschuhe dran sind und nicht Adidas in die Wege zu leiten. Oder dass Mercedes, die Marke mit dem Stern, mir unverwechselbare Singularität verleiht und nicht VW. Diese X-Beliebigkeit und diese Orientierung an dem anderen macht die Bedürfnisse unersättlich. Menschen können aber nicht nur mit Bedürfnissen Kontakt zu den Weltdingen herstellen. Und jetzt komme ich auf das Andere der Bedürfnisse. Also was wäre denn das Andere der Bedürfnisse? Sie können sich mit ihren Fähigkeiten zu ihnen ins Verhältnis setzen. Und ich glaube in der Tat, dass die Fähigkeiten in sich selbst eine Antriebskraft zum Handeln sind. Sie können sogar sich mit Fähigkeiten, über die sie noch gar nicht verfügen und die erst in ihnen wachsen müssen, zur Welt ins Verhältnis setzen. Sie werden dann einer ganz anderen Welt ansichtig, nämlich einer unfertigen Welt. Einer unfertigen Welt, die erstmal betrachtet und bedacht sein will und an die jeder Einzelne noch Hand legen kann. Sie sind in diesem Weltverhältnis nicht kriegende, sondern tätige Menschen. Und Goethe sagt über den tätigen Menschen, dass aus ihm die reife Persönlichkeit erwachse. Das wäre doch mal was. Im tätigen Weltumgang entstehen unvergleichlich andere Bezüglichkeiten zu den Gegenständen als im Bedürftigen.
Die Beziehungen zwischen dem tätigen Menschen und seinen Gegenständen sind keinesfalls beliebig. Sie sind direkt und unverwechselbar von Anbeginn auf Gegenseitigkeit angelegt. Der schaffende Mensch und sein Gegenstand, wiederum Gegenstand im weitesten Sinn, verwandeln sich gegenseitig. Man könnte sagen, sie zähmen einander. Nehmen wir das Beispiel des Bildhauers im Angesicht des unbearbeiteten Marmorblocks. Der will ihm seine Gestalt geben, nach dem Bilde, das er in ihn hineinsieht. Aber seine Vorstellung wird durch die Beschaffenheit des Steins gebändigt. Der Stein muss betastet und betrachtet werden. Er erhebt seinerseits Anspruch, dass das ihm Gemäße aus ihm wird. Er setzt dem Bildhauer den Widerstand seiner Artung entgegen. Der wird seine Kräfte mit ihm messen müssen. Der französische Autor und Architekt Fernand Pouillon, der jahrelang eine aufregende Lebensgeschichte gehabt hat. Das Buch, über das ich Ihnen jetzt hier kurz berichte, ist im Gefängnis geschrieben worden, wo er unschuldig eingesessen ist. Und aus dem er, aber ich bin sehr froh, dass er unschuldig im Gefängnis war. Auf diese Weise hat er ein wunderbares Buch geschrieben, was er als Professor sicher nicht geschrieben hätte. Er hat jahrelang mit seinen Studenten den Baugeheimnissen des Zisterzienserklosters Le Tournay in Südfrankreich nachgespürt und versucht, sich einzufühlen in dessen Baumeister. Und er lässt ihn am Abend vor dem Beginn der Aufmauerung der Abtei folgende Rede an seine Mitbrüder halten. Und jetzt möchte ich Sie bitten, aufmerksam zu sein darauf, wie unterschiedlich dieses Weltverhältnis, das sich hierin dokumentiert ist, von dem des Bedürfnisses einer käuflichen Ware. Er sagt, ich habe die Grenzen des Möglichen und Schönen für die künftige Architektur abgesteckt, ohne meine tiefsten Bestrebungen und mein Gefühl außer Acht zu lassen. Nachdem wir alles, was die Materialien betrifft, genau durchdacht hatten, wussten wir, wie die Spielregeln in Zukunft aussehen werden. Ich habe nie gesagt, ich will, ohne die Dinge geprüft zu haben. Ich habe alles erwogen, die Schwierigkeiten abgeschätzt und dann gesagt, so könnten wir es versuchen. Dann fragt ihn ein Mitbruder, der ihn beharrlich auf die Unmöglichkeit, diesen besonderen, spröden, berstenden Stein fugenlos zu mauern. Das ist nämlich die Absicht des Architekten. Er will fugenlos mauern. Und der Mitbruder sagt, das ist unmöglich. Diesen Stein in seiner Sprödigkeit und Splitterigkeit wird man nicht so behauen können, dass er fugenlos gemauert werden kann. Dieser skeptische Mitbruder fragt also am Vorabend der Aufmauerung, du liebst also diesen Stein? Ja. Und ich glaube, er erwidert diese Liebe. Seit dem ersten Tag habe ich Ehrfurcht vor diesem Stein. Ich hätte nichts darüber sagen können, bevor ich dieses Gefühl hatte. Jetzt ist der Stein zu einem Teil meiner selbst geworden. Im Traum liebkose ich ihn. Die Sonne breitet sich auf ihm aus, weckt ihn morgens zu neuen Farben. Der Regen lässt ihn in dunkleren Tönen schimmern. Und ich liebe ihn um seiner Fehler und Schwierigkeiten willen, umso mehr. Um seiner wilden Abwehr gegenüber unserem Zugriff willen, um all der Tücken willen, mit denen er uns begegnet. Für mich ist er fast wie ein Wolf, edel, mutig, mit abgemagerten Flanken, von Narben, Bissen, Wunden und Schlägen gezeichnet. So ist unser Stein in den Mauerreihen und in den Gewölben gezähmt, wie ein Wolf. Wenn ich unsere Abtei in Harmonie und Maß zwinge, wird sie doch etwas von seiner unbändigen Wolfsseele behalten. Sie wird zwar bekehrt sein zu Ordnung und Regel, dennoch wird die Schönheit eines wilden Tiers mit gesträubtem Fell immer ihr Merkmal bleiben. Deshalb, verstehst du, will ich sie nicht so bauen, dass sie mit Kalk verkleistert wird. Freiheit will ich ihr lassen. Sonst kann sie nicht leben. Willst du diesem Stein gegenüber wirklich unberührt bleiben, wo ich nur hier bin, um dieses Gestein lieben zu lernen? Ende des Zitats.
Das ist eine eindringliche Beschreibung des Verhältnisses zwischen dem tätigen Menschen und dem Gegenstand seiner Tätigkeit. Im Augenblick ihres Zusammentreffens wirken sie aufeinander. Das Objekt ist dem Subjekt in diesem wechselseitigen Zähmungsakt ebenbürtig. Sie respektieren einander, so will es scheinen, indem sie einander ihren gebändigten Willen aufnötigen. In diesem Ringen hat der scheele Blick auf einen neidischen oder beneideten Dritten nichts zu suchen. Was nun widerfährt dem Subjekt und was dem Gegenstand in dieser Begegnung? Dem Gegenstand wächst durch die an ihn gewendete Tätigkeit die Brauchbarkeit zu, er nimmt die in ihn hineingedachte Gestalt an, er fügt sich der Ordnung und der Bestimmung, in die er eingestellt wird, und übernimmt die ihm zugedachte Aufgabe. Aus einem Stein an sich ist ein Stein für uns geworden. Ihm wird allerdings Gewalt angetan. Er wird aus der Fülle seiner unbestimmten Möglichkeiten einer Bestimmung zugeführt. Aber was geschieht dem Baumeister und den Mönchen, die im Steinbruch und auf der Baustelle mit dem widerstrebenden Stein ringen? In jedem Stadium seiner Verfertigung wirkt der Stein auf den, der ihn bearbeitet, zurück. Der Steinmetz findet genau wie der Stein aus der Unbestimmtheit zu seiner Bestimmung. Ihm wachsen Fähigkeiten zu und Erfahrungen, Erfahrungen des Gelingens und des Scheiterns, die ihn nachhaltig prägen. Jedes Versäumnis an Sorgfalt im Umgang mit dem Stein wird auch den Steinmetz oder den Maurer oder den Architekten berühren. Er wird seine Bestimmung verfehlen, hinter seiner besten Möglichkeit auf eine nicht wieder gut zu machende Weise zurückbleiben. Was er dem Stein tut, tut er sich selbst. Sowohl also aus dem mählich sich verwandelnden Gegenstand als auch aus dem daran gewandten Tun wirken Kräfte auf den Bearbeiter zurück. Und noch einmal wird er sich verwandeln in Ansehung des fertigen Bauwerks, in seiner Nutzung für Gebet und Lobgesang. Er kann sich im Werk seiner Hände, seines Kopfes, seiner Gesinnung spiegeln, sich selbst erfahren und Richtungweisung für weiteres Tun bekommen. Fähigkeiten und die Vorgefühle, die sie ahnen lassen, sind in sich Antriebskräfte fürs Handeln. Nicht nur Gefühle des Mangels verbunden mit dem Streben, ihn zu beseitigen. Das ist die ökonomische Definition von Bedürfnis. Gefühle des Mangels verbunden mit dem Streben, ihn zu beseitigen. Also nicht nur diese Bedürfnisse wecken Tätigkeit, sondern auch die Gefühle eines unerweckten Vermögens verbunden mit dem Streben, es zu realisieren, lassen Menschen tätig werden. Und eigentlich lassen nur sie Menschen wirklich aktiv werden. Das andere ist ja immer reaktiv. Nur aus diesem Überschuss, aus dem Überschuss der in mir vermuteten Potentialität, können Anfänge entstehen. Anfänge, denen nicht die Not die Melodie pfeift und denen nicht Knappheit den Takt schlägt. Es könnte sein, dass diese Anfänge, diese Fähigkeitsvermutung in mir nicht aus mir selber kommen kann. Es könnte sein, dass wir dafür einander brauchen. Und es könnte sein, dass jemand, der nie im Antlitz des anderen eine auf ihn gerichtete Erwartung an die Fülle seiner Möglichkeiten gesehen hat, unfähig bleibt. Also was sind wir einander schuldig? Erwartung, Hoffnung und den Zuspruch, dass in uns buchstäblich alles steckt. Ein Wort noch zur Gemeinschaft. Was bedeutet das für die Gemeinschaft, wenn so umgegangen wird mit Welt, wenn nicht Bedürftige sich sozusagen aus dem Supermarkt der Angebote bedienen, sondern wenn sich Fähige tätig auf die Welt beziehen? Die Gemeinschaft, die sich um diese Aufgabe des Baus der Abtei, bleiben wir mal bei unserem Beispiel, versammelt,
Der muss keine Corporate Identity verpasst werden, damit sie sich mit dem Aggressor identifiziere und in ihre Frauen einwillige. Die Gemeinsamkeit, die Bindung aneinander erwächst aus der gemeinsamen Aufgabe, die die Beteiligten sich selbst vorgesetzt haben. Sie gewinnt Kontur durch die Vorscheine, diese Aufgabe gewinnt wiederum Kontur durch die Vorscheine der Fähigkeiten, die die Einzelnen in sich tragen. Das dienende Verhältnis, in dem sie als Mönche stehen und das sie zur Ehre Gottes tätig werden lässt, ist recht verstanden keines, das sie zu Mitteln macht. Jeder, der nicht seine Tauglichkeit zu dem Werk bis zur Neige ausschöpft, vergeht sich nicht nur an dem Bau, sondern auch an sich selbst und an allen Mitbrüdern. In der Antike kannte man für diese selbst auferlegte Pflicht der Ausschöpfung der eigenen Fähigkeiten das Wort Tugend. Nicht, dass dadurch das Miteinander in schönstem Gleichgewicht und dauernder Harmonie seinen ruhigen Gang nehme. Es mag Konflikte geben, Reibereien, Zornausbrüche, Feindseligkeiten, ja sogar Hass und Eifersucht. Aber die Beteiligten sind immer als Personen miteinander verbunden und vor allem sie sind verbunden, aufeinander bezogen. Sie haben Bedeutung füreinander, das heißt, sie sind einander unersetzlich. Sie bilden ihre Erfahrung aneinander. Nicht beliebige allgemeine Erfahrungen, sondern besondere, durch diesen jeweiligen einmaligen anderen geprägte Erfahrungen. Sie bleiben der Aufgabe verbunden, selbst wenn sie ihren Abschied nehmen im Streit oder aus Erschöpfung. Denn auch das Verlassen der Baustelle ist eine Entscheidung, die die Gemeinschaft und den Gang der Bauarbeiten nachhaltig prägt. Nicht so im industriellen Fertigungsprozess, der die Personenmodule austauschen kann wie Maschinenkomponenten. Entscheidend ist hier, sagt Ivan Illich, dass die stets neue, konviviale Beziehung. Konvivialität ist ein Wort, das auch Illich geprägt hat, das uns nicht sehr geläufig ist, aber ich finde es natürlich ein wunderbares Wort. Es hat etwas mit dem Zusammenleben zu tun, aber das Leben kriegt ja eine besondere Note der Lebendigkeit, die es in unserem Wort Zusammenleben gar nicht hat. Die stets neue konviviale Beziehung, das Werk von Personen ist, die an der Erschaffung des sozialen Lebens tätig sind, beteiligt sind. Ich glaube, dass nur aus einem solchen Welt- und Menschenbezug Genuss entstehen kann. Genuss ist nicht gleich Bequemlichkeit und Anstrengungslosigkeit. Ich zitiere Ihnen zum Schluss George Steiner, einen meiner Lieblingsautoren. Der schreibt in seiner neu herausgekommenen Grammatik der Schöpfung, heute, wo die ganze Therapie, er meint die ganze Gesellschaftstherapie, alles, was da unternommen wird, um aus der Krise herauszuführen, heute, wo die ganze Therapie darauf hinausläuft, alles zu vereinfachen und nur keine Anstrengung zu fordern, scheint es mir viel schwieriger geworden zu sein, zur Freude zu gelangen, in Freude zu wachsen. Der Kampf, der nötig ist, um alltägliche Probleme zu lösen, hat überhaupt nichts Trübsinniges an sich. Im Gegenteil, in dem Augenblick, da sich der Erfolg einstellt, gibt es einen Augenblick des Lachens, der riesigen Freude. Die wünsche ich Ihnen für Ihr Symposium und auch danach.